Aha, so ist das also. Wir können eine Taste nehmen. Das hilft uns das weiter. Ich weiß es nicht, aber ich fange jetzt einfach mal den zweiten Part an. Wir haben eine Tasse, Leute. Eine Tasse. Können wir jetzt das Ding hier rechts nutzen und uns da Wasser einfüllen in die Tasse eventuell? Können wir? Ja, okay. Wir haben jetzt eine Tasse voll Salzwasser. Hilft uns das? Ich weiß es noch nicht genau. Aber wir haben eine Tasse voll Salzwasser. Können wir jetzt an der Spüle spülen? Wasser eingefüllt. Teller Nummer 1 gesäubert. Ho, ho. Auspuss ist eine ernste Angelegenheit, Herr Professor. Sehen Sie, es muss auf das Gründlichste... Teller Nummer 2 gesäubert. Hui, da kommt er. Geben Sie bloß her, sonst passiert noch etwas. Damit ist auch der dritte Teller sauber. Feind bezwungen. Schmutz tritt auf ganzer Linie den Rückzug an. Wölfe der Karpaten, das nenne ich eine schnelle Arbeit. Als Dank gebe ich auch Ihnen auch das Rezept meiner phänomenalen Fischsuppe. Genau, das müssen wir dem Wächter des Gefängnisses Gold geben. Goldgefängnisses. Wieder zurück am Kessel aus. Was eigentlich, wenn wir nicht das nötige Zeug für die Fischsuppe haben? Ach stimmt, man kann ja angeln. Wenn die ja auftauchen, hat doch der Typ vorhin selbst noch gesagt. Fische, Salzwasser, Portion Geduld. Okay. Eine Tasse Salzwasser müssen wir, glaube ich, uns wieder füllen. Mache ich mal schnell. Haben wir 3 Fische oder müssen wir dafür dann wirklich angeln? Oh. Schafft den Nautilus aus dem Angelbett des Flusses. Offene See entschlüpft. Hier ist ihr eigentliches Reich. Fühle ich die Freiheit der Meere. Dieses Boot entwickelt eine gerade zu fabulöse Geschwindigkeit, Herr Kapitän. In der Tat, das ist schon erstaunlich. Sag Dank für die Rettung, Herr Kapitän. Bei mir ein Vergnügen, Monsieur. Gestatten Sie mir, Sie allein in meine Kajüte einzuladen? Einiges zu bereden. Très bien. Das heißt bestimmt irgendwas Französisches, aber ich kann diese scheiß Sprache nicht. Ich erwarte Sie dann. Gut, müssen wir das machen? Oder können wir vorher an Fische kommen? Also erstmal Salzwasser nochmal reinfüllen. Dann haben wir schon mal die erste Hälfte. Und jetzt brauchen wir 3 frische Fische. 3 Fische als Fritz, Fisch, frische Fische, frische Fische, Fisch, Fisch als Fritz. Oder so in der Art. Wir sind keine 3 Fische. Nein, wir haben keine Fische, glaube ich. Jetzt ich sage, ist die Sache, ist das optional mit der Fischsuppe und dem Goldgefängnis? Und wenn ich jetzt reingehe, geht's nicht mehr oder ist das? Aber ich glaube, so wie das aufgebaut ist, nicht, weil sonst wäre es ja nicht so. Sachen, wow. Castlevania? Kann das sein? Okay, ich meine, irgendwie erinnert mich jeder Klaviertrack an Castlevania, aber gut. Oh, damit Monsieur sind bereits eingetreten. Bitte nehmen Sie doch Platz. Eigentlich hätte Madame Monsieur und Wesen sagen müssen, nicht korrekt zu bleiben. Madame gibt selbstverständlich den Platz an der Seite des Kapitäns. Wie aufmerksam von Ihnen, mein Herr. Ich hoffe, Sie sind mit Ihrem Quartier zufrieden. Herr Kapitän, bitte sehen Sie meine Ungeduld nach, aber mich reißt es gleich an Neugier. Und natürlich, für Sie ist all das, was sich hier inzwischen ereignet hat, gewiss noch völlig unbekannt. Also schieben wir das Train rhetorische Geland so lange auf, bis die dringendsten Fragen eine Antwort zugeführt wurden. Bitte, verehrte Gäste, tauschen wir also unsere Fragen aus. Einiges kann ich mir schon selbst zusammenreimen. Offenbar hat Mars zusammen mit einem furchtbaren Schlag auf die Erde ausgeholt. Die Zerstörungen, die wir bei unserer Ankunft gesehen haben, waren grässlich. Grässlich, sage ich Ihnen. Überall waren die... Ach, lass mir das. Aber sagen Sie... Hilfe, antworten. Droht etwa eine Niederlage? Der Feindes ersetzt sich stark. Er setzt Kriegsgerätschaften ein, die gegen die auch ein... Aha, er setzt Kriegs... Nochmal von vorne. Der Feind ist entsetzlich stark. Er setzt Kriegsgerätschaften ein, gegen die auch der größte Mut nicht zerrichten kann. Ganze Kompanien sind in senkenden Blitzen zerstrahlt worden. Artilleriestellungen wurden von riesigen metallenen Läufern zermalmt. So mancher Generalstab ist dem Wahnsinn verfallen. Ha, da muss Kavallerie her. Ran und drauf, immer fest im Galopp. Auch schon diese Taktik hat die größten Katastrophen der ersten Tage verursacht, Herr Offizier. Was versteht er denn schon von Fragen höherer Taktik? Er geht ganz nach Zivilisten-Kleinmut. Auf Siegesparaden werden Sie noch lange Zeit verzichten, ist mein Leutnant. Die Armeen aller großen Mächte wurden besiegt, zerschlagen, aufgerieben. Die alte Welt ist was passé. Europa liegt an Trümmern.
Sagen Sie da, Zivilisation selbst wurde geschlagen? Ich fürchte ja, und schon bald wird Mars auch gegen die Randgebiete der Kultur vorrücken. Die Zeiten sind bedrückend. Ja, langsam macht das Spiel wieder Spannung. Das ist schön. Gab es viele Tote? Plötzlich viele. Ich hörte, sind bereits in den ersten Stunden nach dem Angriff die Versorgungssysteme zusammengebrochen. Wie viele Menschen an Waffengewalt, an Hunger, an Durst oder an purer Verzweiflung zugrunde gegangen sind, vermag ich nicht zu sagen. Metropolen sind entvölkert. Wer auch immer da oben im Verborgenen zu Hause wagt, droht ein Opfer marsianischer Patrouillen zu werden. Okay. Ja, ich habe immer noch keinen Ahnung, wie ich sprechen soll, aber das ist egal. Wir haben einen dieser Trupps gesehen, der offenbar gerade ein Haus durchkämmte. Angeführt von diesem Schleicher, elender Verräter. Dann haben sie wahrscheinlich da oben nicht durchkämpft, sondern sind durchgeschleicht. Hahaha, nee, der war schlecht und auch noch zeitlich falsch. Aber irgendwie muss ich Schleichen mit einbringen. Und leider kein Einzelfall. Die Herren und Mars sind kaltherzige Planer, die einen Keil in unsere Reihen treiben, zu wissen. Was gefehle, die den neuen Herren zu Diensten sind. Man sagt, der Statthalter der bereits eroberten Erdteile soll selbst ein Überläufer sein. Was, der Statthalter der bereits eroberten Erdteile soll selbst ein... Nachdenken nach. Also der... Wie auch immer. Also ich glaube, der... sag mal, der oberste Königskaiser-Gedöns der malerdischen Teile, die der jetzt den Marsianern gehört, ist ein Mensch, der ein Überläufer ist. Oder so in der Art. Teil und Herrscher, dieses Motto marsianische Herrschaftstechnik haben wir bereits kennengelernt. Was ist das für ein Boot? Wird am Bord der Nautilus, meines U-Bootes, mit dem ich... In meinem wundervollen Tauchapparat, den das Genie Thomas Alva ersonnen hat. War das denn der Typ der Glühbirne? Bin gerade nicht sicher. Ja, eine gewisse Beteiligung ist diesem Monsieur nicht abzusprechen. Aber zurück zu mir. Mit meinem unterseeischen Gefährt bereise ich die Stille tiefer des Meeres, sehe die verborgenen Wunder der Natur und genieße die Abgeschiedenheit in den blauen Weiten. Hier hoffe ich, vor den Kriegen der Welt dort oben zu finden, aber in einem Krieg zweier Welten wäre es töricht, abseits stehen zu wollen. Also tauchte ich aus meinem Tiefen empor und nehme an diesem Kampf teil. Mein Boot hat schon so manch Spezialmission bestritten. Und wie Sie noch sehen werden, sind Sie nicht die einzigen Streiter, die ich eingesammelt habe. Okay. Sie malen da ein Schreckensgemälde, Herr Kapitän. Gibt es denn wirklich so wenig Grund zur Hoffnung? Au courtier, mademoiselle. Unsere Herzen sind weiter unbesiegt. Unser Geist bleibt frei. Naja, also der Geist unserer vier Helden hier ist nicht ganz frei geblieben, wenn ich mal so einhaken darf. Was gibt Hoffnung und der Mittelpunkt dieser Hoffnung ist das Ziel unserer Reise. Was ist denn das Ziel unserer Reise? Ist Nierland? Der Klang der Worte mich beschwingt, mein Herz liegt gleichsam wie verjüngt. Spannen Sie uns nicht auf die Folter, Herr Kapitän. Fahren wir hin. Auch wenn Europa verloren ist, haben sich doch viele führende Köpfe retten können. Der Widerstand wird von einem streng geheimen Ort aus vorgesetzt. Und sie werden nie erraten, in welche exotische Kulisse die geheime Rebellenbase errichtet wurde. Wenn er jetzt mit dem Vulkan kommt, boah, dann treibe ich ihm den Kopf ab. Ja, eben, genau. Solange wir nicht schon wieder in einem Vulkan müssen, ist mir eigentlich alles richtig, Kapitän. Oh, es ist ein Vulkan. Oh, nun, also, genießt es einfach nur Fahrt und lass dich überraschen. Mark wird das wieder nicht verstanden. So scheinen nicht leicht zu beeindrucken zu sein, verehrte Gäste, aber warten Sie nur ab, was ich noch für Wunderwerk aufzubieten imstande bin. Oh, Herr Kapitän, was war das? Wir sind aus dem unmittelbaren Bereich der tentakelischen Übermachung heraus. Ich habe angeordnet, dann auftauchen zu lassen. Ja, angeln. Wir sind wieder emporgestiegen? Wundervoll, ich habe es schon als ein wenig beklemmt erfunden. Dann vertreten Sie sich doch die Füße an Deck, es kann sehr reizvoll sein. Und vor allem können wir 3 frische Fische angeln. Ja. Danke mich für die Einladung. Au revoir, und beim nächsten Mal werde ich Ihnen einen perfekten Tisch bereiten lassen. Keine Sorge. Ja. Das war cool, ich habe von hinten die Leiter angesprochen, die ist automatisch rumgelaufen. So groß ist das Ding? Wow. Da wäre die Angel und hier wäre wieder ein... Die Sonne blitze. Okay. Ja.
erstaunlich, denn mache Leine. Okay, Angelminispiel, hundertprozentig. Ja. Angeln ist eine der spannendsten Actionbeschäftigungen. Ist eine spannende Actionbeschäftigung und so geht's. Der Haken kann nach links oder rechts bewegt werden. Pfeiltasten. Oder mein Controller hier. Hat man sich für eine Stelle entschieden, drückt man nach unten. Jetzt sinkt sich der Angelhaken automatisch ab. Trifft er den Fisch, gilt dieser als geangelt und wird an Land gezogen. Na dann, Petri Heil. Hat er gerade irgendwelche Hitler-Anspielungen gemacht? Ich weiß es nicht. Dammit. Dammit. Okay, Fast. Okay, Leute, ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin der geborene Meisterangler. Come on. Also in meinem Spiel funktioniert das Angeln anders. Das hat ihn doch getroffen. Okay, das hat ihn leicht verfehlt. Näher. Ja, verdammt. Verdammt. Okay, ich schaff das noch. So. Oh, vor allem, wir brauchen drei Fische. Ha, und da haben wir den ersten. Ich bin halt ein Naturtalent. Ich habe einen Fisch geangelt. Super. Am besten. Wow. Okay. Am besten hole ich uns ein paar mehr als drei, weil wer weiß, wo man die noch benötigen kann. Vielleicht heilen die auch oder so. Mal gucken. Es sei denn, ich will letztlich nur drei holen. Das wäre nicht so schön. Das hat ihn getroffen. Ja, leicht verfehlt. Dieser Fisch, du. So, Fast. Doch, das hat ihn. Ja, hab ihn. Yep. Ja, ich will aber, wie gesagt, ein paar mehr. Einfach. Aber ich hätte gerne wieder so ein One. One Angel, One Kill Gedöns. Halt beim ersten Versuch ein One-Hit, sag ich mal. Weil wer weiß, wie gesagt, mich beim Angeln zu wiederholen, wo man die Fische noch benötigen kann. Fischers Fritz fischt frische Fische. Fischers Fritz. So geht es, glaube ich. Fischers Fritz fischt frische Fische, Fischers Fritz. Und das muss ich eigentlich fünfmal ganz schnell hintereinander sagen. Aber ich glaube, ich sollte mich auch ein bisschen aufs Angeln konzentrieren, weil ich sonst keinen einzigen Fisch bekomme. Ja, gut. Jetzt haben wir schon vier. Ich würde sagen, fünf hole ich uns, also noch einen. Schade. Aber irgendwie macht es auch Spaß. Jetzt schon auch noch ein paar mehr. Vielleicht kann man die auch verkaufen oder so. Und ja, das war wieder ein One-Hit. Wenn man hier den... Genau, man muss einfach das Anfangstiming raus haben, dann ist es eigentlich sau einfach. Oh, schade. Schade. Nee, das hat noch gereicht, gut. Wie haben wir jetzt? 10 oder so? Ich weiß es nicht. Ja gut, komm, jetzt gehen wir raus. Das reicht auch so langsam. So. Wie viele Fische haben wir jetzt? Ja, 9 Stück. Okay, die sollten reichen. So, dann machen wir die Fischsuppe. Dann können wir dem Wachen bei der Schatzkammer geben und uns den Rubin holen. Das dem Übersetzer geben und können damit die Sprache der dieser komischen Indern lernen. Nein, nicht hier. Hier. Nein, da, hier. Da hab ich geguckt, ob wir genug Zutaten für neue Kraftbrühen haben, weil die sind immer cool. Erstmal eine Fischsuppe. Yep. So, haben wir einfach mal eine Kraftbrühe machen. Mal gucken, ob es geht. Nein, schade. Können wir das irgendwas machen noch? Ich glaube, wir haben echt alles benutzt im Dschungel. Da habe ich ja nochmal einen Haufen Tränke gemacht gehabt. Gut, dann auf zum Rubinbewächter. Na, was geht? Wie meinen? Ich glaube, er hat die Fischsuppe erschnuppert. Happa, Fischi. Das ist wohl das internationale Zeichen für... Oh ja, gerne. Bitte sehr, und lassen Sie es sich schmecken. Du übergibst eine Fischsuppe. Warte, ich übergebe die Fischsuppe? Also so... Ich lasse den Satz mal so dastehen. Der ist aber putzig. Gut, Truhe? Nein, ich wollte die öffnen. Ach, das ist alles Schiebezeug, okay.
Ich hab verkackt. Nee, hab ich nicht. Doch, hab ich. Ist da oben drüber noch ein Platz frei? Nee, doch. Nee, hab ich nicht verkackt, okay. Das ist der Papagei von den, Hispaniola. Wow, ich habe gerade fast meinen Weg versperrt. Das wäre richtig dumm gewesen. Dann hätte ich natürlich wie schon überspeichert. Wir hätten nie wieder weiterspielen können. Jetzt hierher. Du Mister, ich brauche den Rubin dafür. Ihr habt den Rubin. Ihr seid wirklich eindrucksvolle Sahibs. Da hat er. Tausend Dank und zum Lohn für eure Mühen reiche ich euch nun das Geheimnis unserer Bordsprache ein, Sahibs. Du erlernst die Bordsprache der Nautilus. Na gut, es hat etwas länger gedauert, als dieser Dex vermuten ließ. Vor allem, weil der Leutnant so seine Probleme mit der Grammatik hatte. Mondkreis. Nein, Sahib, nein, nein, nein. Wie oft denn noch? Es heißt Kreismond. Aber schließlich ist es selbst dem tollkühnen Herrn von Magwitz geglückt, diese Sprache zu, okkupieren, ja. Er wurde zum Oktopus. Dann wünsche ich euch noch viel Vergnügen mit eurem Wissen, edle Sahibs. Karten spielen. Wer wäre es mit einem kleinen Kartenspiel? Der Einsatz liegt bei gerade einmal 10 Talern. Karten immer. Ich meinte bitte den Platz. Die höhere Augenzahl gewinnt. Ich habe insgesamt 18 Augen. Ach, das ist dieses, was leider ohne Minispiel ist. Na gut. Ja, mach ich nicht. Jetzt können wir aber mit allen reden. Das heißt, wir haben eine... Och, nee, stör mich nicht. Warum vor ihrem Taten vernommen uns hier? Und ich bin gekommen, sie eines Besseren zu belehren. Patrice, das ist lieber unentdeckt. Man könnte nichts auf meinem Boot, also betrachten sie es als überführt. Sie haben Fischsuppe gekocht. Und das obgleich ich ihnen eine Einladung zum Essen angekündigt habe. Und Kütiger, und ich dachte schon, wir nehmen ihre Einladung natürlich mit Freuden an, Herr Kapitän. Und das spreche ich ihnen. Diesmal werden sie sich eines gehörigen Staunens nicht erwehren können. Ich und die Wunder der See erwarten sie in meiner Kajüte. Yep, in die gehen wir als letztes, denn jetzt können wir mit allen Leuten hier reden. Zur Liebezeit, ich hatte schon befürchtet, unser Ausflug in die Goldkammer sei entdeckt worden. Gefinger schlafen schlecht, ins Gewissen weiß ums Recht. Ja. Und ich spiele die Reise ins All. Das Spiel ist doch echt prall. Oder so. Ah, hier ist niemand, okay. Ich würde sagen, wir fangen ganz unten an und gehen einfach nach oben die Räume durch. Was hat Mr. Dr. Blitzmensch zu sagen? Ach, bei diesen sieben Meeren. Du musst nur dieses kleine hässliche Leck, das an meiner Hauptmaschinerie. Was? Das an meiner Hauptmaschinerie kratzt. Ein Leck. Den Landratten kommt immer gleich dieses panische Augenflattern, sobald das L-Wort fällt. Keine Sorge, das Leck. Ein Leck. Das L ist für sich genommen viel zu klein, um gefährlich zu sein, aber es ist lästig. Sehr lästig. Nachts, wenn das Bordleben abklingt, kann ich hören, wie das Leck über mich spottet. Ja, spottet. Dann dröhnt es durch das ganze Schiff. Ja, dröhnt. Blopp. 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 Ja, mein nervöser, hinsausend geplagter Mann. Ich werde Ihnen helfen, das Leck zu finden. Ein Leck. Ich habe nicht gedacht, dass die Kreatur für irgendwas Angst hat. Jetzt kann ich den nehmen? Fick dich, Spiel. gut. Ja, wahrscheinlich für das Leck. Wahrscheinlich können wir auch erst ab jetzt das Leck finden. War das hier? Nein. Ich habe gerade was Blaues da gesehen, aber ich glaube, es war Einbildung. Aber Einbildung ist bekanntermaßen auch eine Bildung. Sagen Sie nicht, Sie heißen Ihre Kameraden ein, richtig? Sie sind offenbar mit der Arbeit der Heizer vertraut, mein Herr. Was für eine Plackerei, aber ohne uns Heizer läuft der Generator nicht. Ne, weglaufen sollte er sowieso nicht. Außerdem kann man unter Wasser schlecht laufen. Ich nenne das eher Schwimmen, das Fortbewegen unter der Meeresoberfläche, aber... Jedes Volk hat seine eigene Kultur und manchmal kann das Schwimmen auch als, was laber ich da? Kann ich tauchen und von außen das Leck reparieren? Nein, okay. Okay, ich hab's verstanden. Geh mal in die Küche, da waren ein paar Menschen. Die essen den ganzen Tag, diese drei Herren hier. Pese ist ein überreich gedeckter Tisch voll des üppigsten Lebens, sagt unser Kapitän. Das Meer liefert uns alles, was immer wir auch benötigen sollten, das so spricht der Kapitän. Warum gibt es dann jeden Tag Fisch? Nun ja. Ich finde mein Ohrring nicht mehr. Seit Tagen finde ich mich schon ganz nackt und unglücklich. Stimmt, der hat kein Ohrring, der hat einen Ohrring hier. Hilfe. Dafür lädt man Wortsprache. Yep.
Hier waren wir doch schon, haben mit allen geredet. Obwohl, wir haben mit ihm nicht nach der Erlernung nochmal geredet. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen mit eurem Wissen, edler Scheibs. Sahibs. Okay, das Schnarchen verstehen wir jetzt auch. Wenn ihr ein Leck finden müsst, etwas Schweres, um die Wände abzuklappern, Metall, macht es immer gut. Habt ihr das verstanden? Ich weiß nicht, wie sich das im Mikrofon anhört. Habe ich da etwas von einem Leck gehört? Ach, wir haben doch jetzt den Schraubenschlüssel. Können wir die Wände jetzt abklopfen und... Ich bin nochmal runter. Ich will mal gucken, ob wir die Wände... Hilfe, abklopfen können. Oder ob wir was Schwereres brauchen. Sowas wie, keine Ahnung. Nee, anscheinend wohl nicht. Sonst würden die das halt wirklich abklopfen. Nein, nein. Nein, nein. Okay. Wir benötigen was anderes, Schwereres. Sind wir eigentlich immer noch aufgetaucht oder? Nicht doch, wir sind noch aufgetaucht. Okay. Können wir auch mit dem Typen da unten reden? Na du? Ich habe auch schon nach den Gefahren der See. Gefahren der See? Hoffen wir einfach, dass wir sie auf dieser Fahrt nicht zu Gesicht bekommen werden. Er stellt mir echt von riesigen Oktopussen oder sowas. Oder den bekannten Unterwasser-Grizzlies, wo man sich so einen Schutzkreis ziehen muss. Halt! Die Goldkammer darf nur auf großzügiges Befehl des Kapitäns geöffnet werden! Keine Sorge, den Rubin haben wir ja schon. Was gäbe ich jetzt für ein kleines Pfeifchen? Ärmster. Leiden Sie sehr unter dem Rauchverbot an Bord? Rauchverbot? Auf der Nautilus? Wo decken Sie denn die gnädigste Frau? Dank des eingebauten Filtersystems können hier noch ganz andere Gase. Pardon, also, den Punkt führe ich lieber nicht weiter aus. Vielen Dank. Und warum rauchen Sie nicht? Ich habe meinen Tabak in meiner Seekiste liegen lassen. Es beginnt allmählich mir sehr zu fehlen. Ich werde Tabak holen. Wer aus, das Abonnent von Ihnen, Offizier. Nicht sentimental werden, Kerl. Wo ist denn die Seekiste mit dem Tabak? Sie dreht an meinem Brett in der großen Schlafkrone. Hier haben Sie den Kistenschlüssel. Kein Ding. Raten Sie doch einmal, wer hier an Bord derart wichtig ist, dass man ihm den Torenkontroll unterstellt hat. Richtig. Keiner dummer Angeber. Warte mal, kann ich? Ja. Wer hat sie hier volle Kraft vorausbefohlen? Finger weg. Auch da sagt er das gleich, okay. Was ist eigentlich der Hebel in der Mitte? Oh, wir können irgendwas erkunden. Ich kann es aber leider nicht bewegen, wie ich gerade gemerkt habe. Schade. Das wäre cool, wenn man das noch bewegen könnte und dann so ein paar kleine... coole Sachen sehen könnte. Ich lasse einfach mal nach unten gefahren. Captain hat mir ein neues Leben geschenkt. Dafür diene ich vollem Einsatz und ewiger Dankbarkeit. Ich würde sagen, wir holen dem Part noch die Pfeife des einen komischen Kerls. Und nicht hier. Na, wahrscheinlich einer der rechten, weil er ja einer der weiter der besseren ist. Ich meine, der darf immerhin steuern. Und in der nächsten zweimal Pfeifenkraut, genau. Alfrosch. Okay. Und im nächsten Part geben wir uns, also ich mache ja heute drei Parts, geben wir uns zum Captain und ja, führen mit ihm dieses wichtige Gespräch, das er mit uns führen möchte. Da hat er sein Pfeifenkraut. Danke, Herr Offizier. Was hat er für eine Stimme? Keine Ahnung. Danke, Herr Offizier. Wissen Sie was? Eines meiner besten Pfeifenkräuter schenke ich Ihnen als Lob für Ihre Mühe. Viermal Dank. Gut, 50 Erfahrungspunkte war das Wichtigere, finde ich. Ich frage mich, können wir nach dem Gespräch mit dem Captain noch die Sidequests machen, also das Leck finden und den Ohrring finden? Obwohl, das Leck können wir noch nicht finden, weil die klopfen ja noch gar keine Wände ab. Den Ohrring, boah, ist jetzt die Frage. Mal kurz gucken, ob ich ihn irgendwo am Bodensee oder sowas. Also nicht am Bodensee, sondern hier auf dem Boden. Nicht, ja. Nicht am berühmten. Ja, aber ich sehe hier nirgends einen Ohrring. Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, zur wichtigen Gesprächskunde Stunde mit Captain Herr von und... Nein! Von und zu Nemo. Ich habe noch gar nicht gespeichert heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.